Civic OER, das wisst ihr vielleicht, ist eins dieser in der BMBF-Förderlinie gefördertes Projekt. Das ist ein Kooperationsprojekt der Leuphana-Universität zusammen mit der Goethe-Universität Frankfurt und der KU Ingolstadt-Eichstätt. In der Arbeit, in dieser Kooperationsarbeit haben wir schon ganz viele Projekte gemacht. Wir haben zivilgesellschaftliche Partner mit Studierenden zusammengebracht und OER, aber vor allen Dingen mit dem Konzept des Service Learnings verknüpft. Service Learning ist ein Begriff, der geistert in der letzten Zeit immer mal wieder durch die Hochschullehre, gehört aber, Zitat, immer noch in dem Mottenkeller, und da gibt es einige Engagierte, die ihn dort rausholen wollen. Es geht dabei um das gesellschaftliche Engagement von Lernenden und aber auch Lehrenden, die anhand von aktuellen gesellschaftlich relevanten Herausforderungen ganz konkret in die Praxis gehen. Das didaktische Modell sieht immer wieder Reflexionsphasen vor, um das eigene Handeln zu reflektieren und dort einen Mehrwert zu generieren für die, in meinem Fall vor allen Dingen Studierenden, aber auch immer für mich. Und OER und Service Learning haben dabei relativ viele Schnittmengen, die ja, weil sie ja beide Konzepte, wenn man OER als Konzept denken möchte, auf dem Engagement von Lernenden und Lehrenden beruhen und auf eine Öffnung und Partizipation der Lernsituation und des ganzen Bildungssystems letztlich. Die Kultur des Teilens wird forciert und kann, die wir von der OER kennen, im didaktischen Modell des Service Learning tatsächlich auch aufgehen. In meiner Arbeit, so habe ich gelernt, muss ich immer wieder den Mehrwert von Service Learning und OER erklären. Und das mache ich einerseits für die Akteursgruppe der Lernenden, die überfachliche Kompetenzen bekommen, und hier sind noch einige andere angeschlagen. Die Teamarbeit und das Projektmanagement sind gerade groß gefragt und sind in der Kooperationsarbeit das Tool, mit dem die Studierenden dann auch bei potenziellen Arbeitgebern trumpfen. Aber auch in der Hochschulentwicklung, in der Organisationsentwicklung wird immer wieder danach gefragt, warum wir denn Service Learning brauchen, und das noch in Verbindung mit OER. Da sich die Universität zusätzlich zu Forschung und Lehre auch der sogenannten Third Mission widmen muss, halte ich diesen Punkt für besonders sinnvoll, weil es Inhalte und Wissen und Kompetenzen nach außen bringt, aber genauso wir in der Wechselwirkung auch an der Hochschule einen Input von außen haben und letztlich auch die Nachhaltigkeitssteigerung. Dass die Lehrenden davon profitieren, ist meiner Meinung nach auch ganz klar, denn wir können ganz produktiv an informellen und formellen Bildungsprozessen teilhaben. Wir können einen wechselseitigen Austausch von externen Wissensträgern und Erfahrungsträgern bekommen. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ja beim Service Learning immer wieder eingebunden sind, haben selbstverständlich auch einen Mehrwert. Den muss man ihnen komischerweise nicht so oft erläutern. Ich denke, dass das Konzept OER und Service Learning nicht nur für die Content-Produktion sinnvoll ist und weiterführend ist, sondern dass ich noch einige Mehrwerte hier kurz zusammengefasst deutlich machen kann und heute vielleicht mit euch zusammen auch noch mehr Mehrwert bei den Akteursebenen finden kann.